ohne Zuschauer, ohne irgendwas, ohne Social Media. Haben wir nicht gesagt, wenn du da bist, du schickst mir ein Foto. Ich war den ganzen Tag extra nicht live, damit du mir ein Foto schickst, damit ich dir Standort gebe, dass wir uns treffen. Warum blockierst du mich dann 4 Stunden lang, wenn wir uns ausmachen bis gleich? Wenn du sagst, du bist in 40, 50 Minuten, bist du da. Was ist los? Warum blockierst du mich dann 4 Stunden? Und wenn ich dann live gehe und das beweise im Internet, weil du weißt, du hast dein Gesicht verloren und ich kann es per Screen Recording beweisen, dass du mich blockierst und mich nicht anrufst, was du vorgibst, dass du mich anrufst. Du hast doch vorgegeben, dass du mich angerufen hast. Warum hast du mich 4 Stunden lang blockiert? Versteht ihr? Und dann kommt er auf einmal und sagt, hey, komm zum Bahnhof, was voll mit Polizei ist. Was ist los mit dir? Und will sich jetzt öffentlich, jetzt will er auf TikTok mit mir sich einen Standort ausmachen, oder was? Willst du jetzt öffentlich einen Standort klären? Schickst du mir Chat-Anfrage, weil du hier öffentlich ein Treffen ausmachen willst, dass du mir Polizei auf den Hals schickst oder was? Was ist los mit dir, Junge? Ich schwör's dir, warum kommst du hier rein und willst öffentlich ein Treffen ausmachen? Du hast doch meine Telefonnummer, warum blockierst du mich? Was ist der Sinn davon, wenn du sagst, 40, 50 Minuten, du bist da, ich sage, okay, ich schicke Foto, ich gebe dir Standort, dann blockierst du mich. Erzähl mal, warum? Ich kann es doch einwandfrei beweisen. Verstehst du? Deswegen hat er auch gleich das Video melden lassen und so weiter. Aber keine Sorge, ihr könnt es dann auf Instagram schauen. Ich werde das dann gleich auf Instagram hochladen, Leute. Versteht ihr? Das ist einfach nur peinlich, Leute. Versteht ihr? Was ist los, Junge? Ha? Hast du Pipi in der Hose? Du kleiner Orospulito. Ha? Was ist los, Kleiner? Ha? Hast du Pipi in der Hose, Orospulito? Ananasikim, Götternesikerin. Was ist los, Charuti? Deswegen sage ich einfach nur peinlich, peinlich, peinlich. Warum blockierst du mich, wenn du dich wirklich treffen wolltest? Hm? Wolltest du mich in den Knast bringen, komm am Hauptbahnhof und dann soll ich dort zu dir aggro laufen und direkt in den Knast gehen oder was? Versteht ihr? Ich durchschaue dein Erbsenhirn. Das ist ja der Punkt. Versteht ihr? Er hat wirklich gedacht, er kann vortäuschen, dass er mich anruft. Hat er nicht bis 20.20 Uhr vorgetäuscht, dass er mich anruft. Er hat seit 5 Uhr, 6 Uhr Nachmittag hat er so getan, und du hast doch selbst, wenn du mich doch blockiert hast. Ja? Und dann machst du wieder auf Löwe, entblockierst mich, sagst, komm am Bahnhof, hier ist Polizei, neben der Polizeistation. Was ist los mit dir? Ich schwör's dir, 31er mehr geht nicht, oder? 2400 Zuschauer, Leute. Deswegen sage ich ja, er hat mich doch blockiert, oder? Er hat mich doch blockiert. Warum blockiert er mich? Erzähl doch mal, warum blockiert mich? Warum blockiert mich der Manuelsen? Hm? Warum blockierst du mich? Und dann willst du, dass ich öffentlich im Ort komme und irgendwas. Warum? Erzähl mal. Hm? Erzähl mal, Junge. Oh mein Gott, ich schwör's dir. Immer nur dieser Internet-Rambos, bla bla bla. Ich schwör's euch. Ananasikim Sharmuta. Ich schwör's euch, wie peinlich kann man nur sein. Ich schwör's euch, dass du dich nicht selber schämst. Du kommst hier bei mir in den Stream rein. 3.500 Leute haben das live mitbekommen. Live mitbekommen, okay? Versteht ihr? Kali-Kartell, erzähl mal. Erzähl mal. Warum hat er mich 4 Stunden lang blockiert? Erzähl mal. Ha? Hm? Will er jetzt öffentlich Standort auf einmal ausmachen? Ha? Soll ich Bahnhof kommen, wo Polizei ist oder was? Ha? Erzähl mal, Kali-Kartell. Was für einen Grund kann es haben, dass er mich 4 Stunden blockiert hat? Erzähl mal. Versteht ihr? Schau mal, warum hast du keine Antwort? Das ist genau der Punkt. Seht ihr? Niemand hat diese Antwort darauf. Warum? Weil jeder weiß, er ist nur peinlich. Du wolltest mich in den Knast bringen, Junge, sonst gar nichts. Du warst nicht Mann genug, sich mit mir zu treffen. Wolltest vortäuschen, hey, Mo86 hebt nicht ab. Ich hab's doch eingeblendet, oder? Du hast es selbst zugegeben, dass du mich blockiert hast, du Feigling. Ich schwör's euch, wie peinlich kann man nur sein. Verstehst du? Und diese Trolle und so, die was bei mir reinkommen, die pushen nur meinen Stream, keine Sorge. Morgen wird die Hälfte mich mehr als feiern, glaubt es mir, weil jeder auch das Video jetzt sieht, was ich bei YouTube hochgeladen habe und jeder auch die Screen Recording Sachen sieht mit deiner Stimme, dass du mich blockiert hast. Ganz einfach. Und warum blockiert man den 4 Stunden lang? Er gibt 0 Sinn. Versteht ihr? Deswegen, du bist nur ein peinlicher Clown, Junge. Du bist ein kleiner Göttwelle. Nicht mehr und nicht weniger, Junge. Versteht ihr? Deswegen. Ich sage euch das einfach nur peinlich, Leute. Ich schwör's euch. Will er jetzt öffentlich im Platz treffen? Huh? Millennium. Alle sagen jetzt Millennium. Okay, ich gehe jetzt mit 2400 Zuschauern.
mit Manuelsen treffen, ha, und geht direkt in den Knast oder was? Haben wir nicht gesagt, wir klären das privat. Und dann hat er mich blockiert, weil er das nicht privat wie Männer klären wollte. Jetzt braucht er 2400 Zuschauer dazu oder was? Ha? Was ist los? Jetzt ganz ehrlich jetzt oder was? Wie willst du mich verarschen oder was? Junge, willst du jetzt öffentlich einen Treffpunkt klären oder was? Auf TikTok? Ha? Mit 2400 Zuschauern? Oh mein Gott, Junge. Ich schwör's euch, wie peinlich kann man nur sein. Warum soll ich an einen öffentlichen Platz hingehen, wo voll mit Polizei ist? Man klärt beim Millennium City keine Probleme. Man klärt nicht am Bahnhof, wo umzingelt ist von Polizei irgendwelche Probleme. Das macht kein Mensch. Ich bin extra nicht live gegangen, Leute. Ich bin extra nicht live gegangen. Er hat es selber zugegeben, aber bei mir im Stream hier. Was ist passiert, Leute? Kann ich mich mit jemandem privat treffen, wenn er mich blockiert? Wenn er mich blockiert, blockierasch, 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 versteht ihr? Blockierasch. Einfach nur peinlich, Leute, versteht ihr, dass jemand da wirklich sich nicht schämt, dass ihr euch nicht schämt? Wirklich, schämst du dich nicht, Manuelsen? Du blockierst mich 4 Stunden, nachdem du sagst 40, 50 Minuten und dann sagst du Bahnhof neben Polizeistation? Und jetzt willst du öffentlich hier im Stream mit mir live gehen und im Livestream klären, wo wir uns treffen oder was? Ich schwör's dir, clowniger geht es doch nicht, oder? Da kommt man mir in den Livestream rein, habe ich nicht gleich gefragt. Hast du mich blockiert? Hast du mich blockiert? Du hast es doch zugegeben, dass du mich blockiert hast. Ganz einfach, warum blockierst du mich? Warum blockierst du mich 4 Stunden? Du Bluff. Ich schwör's dir, mach dir nicht so viel Pipi in die Hosen, Junge. Oh mein Gott, ich schwör's dir, wie kann man nur so peinlich sein? Jetzt braucht er schon die Polizei als Hilfe. Oh mein Gott, ich schwör's euch, das ist so peinlich, peinlich, peinlich. Das ist so richtig cringe, Leute. Ich sage euch das. Wie kann man nur so peinlich sein? Oh mein Gott, ich schwör's euch. Und Manuelsen, zieh dir das neue Video von mir rein, auf jeden Fall. Wollte ich dir sagen, und du bist richtig, richtig peinlich, Junge. Du blockierst mich 4 Stunden, du willst nicht privat klären. Das ist genau der Punkt. Warum willst du nicht privat klären? Was ist los? Er sieht dich exposieren mit Screen Recording, dass er mich nicht anruft, dass er mich blockiert. Dann geht er auf einmal live und sagt, hey, ich bin neben der Polizeistation, komm hierher. Vor 3.500 Zuschauern. Komm hierher vor 3.500 Zuschauern. Oh mein Gott, du hast die Kontrolle über dein Leben verloren. Schon lange, Junge.